Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Clash Royale. Heute heißt es ein bisschen Trophäen pushen. Wir wollen dann noch die Kronentruhe öffnen. Dann auch noch die eine Goldtruhe. Ich habe aus Versehen die eine Magietruhe, die ich ja eigentlich sparen wollte für ein kleines Chest-Opening, leider aus Versehen geöffnet. Tut mir leid, ich hatte sowieso keine guten Karten drin gehabt. Dann eventuell hier ein bisschen noch bei der nächsten Folge dann ein bisschen große Herausforderungen spielen. Und ja, das also zu heute. Zu heute erstmal ein bisschen Trophäen pushen, dass wir hier von der Clan-Truhe ein bisschen hochkommen. Wir sind momentan auf Level 4. Innerhalb von ein paar Tagen. Bei einer Clan-Truhe habe ich etwas über 600 Kronen geschafft zu holen. Aus einem Grund, da ich mich ja auch runterpushe öfters mal. Habe ich übrigens dieses Mal auch wieder gemacht. Bloß halt ein bisschen zu spät. Und nicht die ganze Zeit runter, hoch. Sondern einfach nur einmal runter und jetzt wieder hoch. Ich spiele jetzt erstmal in Hoffnung auf den Henker. Da ich den Henker jetzt mal habe. Weil das ist momentan die einzige Karte, die mir immer noch fehlt. Auch wenn die schon einige Zeit draußen ist. Und dann in 9 Tagen kommen ja die Rambok-Barbaren raus. Und ja, darauf freue ich mich natürlich auch schon. Und dann ja, mal schauen. Also fangen wir erstmal an. Mein Deck, was ich momentan spiele, ist dieses. Eigentlich relativ easy zu spielen. Kann ich mit dem einen in dem einen Gameplay jetzt auch mal zeigen. War relativ spannend. Der Gegner hat trotzdem noch einen Turm geholt, aber den Rest seht ihr jetzt. Bei den 98 Kronen, also bei den 98 HP, habe ich dann doch noch ziemlich lange gehangen, weil er nur noch gedefft hat. Aber auch ziemlich gut gedefft, also er war kein schlechter Spieler für Level 9. Ihn könnte ich mir auch ganz gut in Arena 10 vorstellen. Weil er auch gute Angriffspushs gemacht hat, dann habe ich versucht über die andere Seite zu kommen. Halt eigentlich nur den einen zum Deft schicken wollen. Er hat dann natürlich auch gleich wieder gedeft. Und so ist dann eigentlich ein Deft auf beiden Seiten entstanden. Auf der einen Seite habe ich dann gepusht, auf der anderen Seite habe ich halt nochmal gedeft. Ja. War halt leider nicht so leicht gegen ihn. Aber ich sag mal so. Ja. Trotzdem war es immer wieder spannend.
Ich bin halt nur auf die dritte Krone gegangen aus einem Grund, da ich dieses Match auf jeden Fall für unsere Clan-Tour haben wollte. Weil wir halt noch Kronen brauchen und ja. Ich melde mich mal kurz im Clan, dass die auch Bescheid wissen, dass ich aufnehme. So, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Sinn des der Aufnahme. So, dann gehen wir jetzt mit diesem Deck in den Live-Fight. Eine relativ schlechte Starterhand, aber egal. Ich denke mal, dass ich gleich anfange. Ne, ich werde doch nicht anfangen zu pushen. Ich werde erstmal den Push hier verteidigen. Und dann davor einen Riese setzen als Tank. Er lässt mich leider nicht jetzt zum Elixieraufbau kommen, sondern ich muss eigentlich relativ immer aus der Defensive kommen. Ist jetzt mal schön, dass er mich ein bisschen aufbauen lässt. Ja, ist schön. Hier, komm. Schluck die Elite-Barbaren. Was kommt da? So, da kommt da der Sepp rauf. Läuft da alles. So. Ja, genau so will ich sehen. Der Holzfäller so gesehen als Tank. Die holen wir so weg. Setzen wir ein paar Elite-Barbaren hier hin. Ja, hol uns die noch weg. Machst du klasse. Durch meine Angriffe muss er eigentlich steffen. Er kann nichts anderes machen außer steffen. Wir sagen mal ein gutes Spiel und viel Glück noch. So, damit haben wir jetzt die Kronentruhe schon mal frei. Werden wir die auch gleich mal öffnen? 526 Gold, 2 Juwelen, 7 Eisgeister, 19 Königsriesen, 37 Pfeile. Leider haben wir hier den Henker nicht drin, nur noch 7 Inferno-Türme. Die Inferno-Türme spiele ich auch nicht so gerne, weil die einfach ziemlich gut zu kontern sind von den Gegnern. Ich kann den leider nicht so gut immer kontern, das ist mein Problem. Ansonsten versuche ich immer schon so gut wie möglich alles zu kontern. Was man aber eventuell doch noch probieren könnte, ein relativ altes Deck. Ich probier's einfach mal.
Mal sehen, wie das ankommt. So. Dann brauchen wir noch drinnen die Elixierpumpe. Und dann werde ich noch bei 5,4. Achso, den kann ich ja nicht mitberechnen. Noch nicht, weil ich brauche ja was Kleineres. So ein Deck ist immer ziemlich teuer bei mir. Aber mit teuren Decks hat sich bewährt, komme ich irgendwie immer am besten klar. Keine Ahnung warum, aber ich komme damit besser klar. Nehmen wir den noch mit rein. Dann sind wir bei 5 Elixieren genau. Dann würde ich sagen, probieren wir es. Alles Level 8 oder Level 11, Level 2 oder 5. So. Alles auf das Maximalste, was ich bis jetzt kann. So, Elite-Barbaren werden so abgekontert. Da setzt er einen Blitz hin. Kein Problem für mich. Soll das doch mit dem Blitz wegholen. Wir heulen mal. Da ich schon ganz fest damit rechne, dass er den Blitz hat, werde ich jetzt nicht noch gleich die drei Musketierenden spielen. Sondern erst jetzt. So, das lief dort ziemlich gut. Er kam nicht mal dazu, den Blitz auszuspielen. Und ja. Dann geht's weiter. Elixierpumpe, gleich als erstes als Start. Deffen wir die gleich mal, dass sie nicht so viel Damage machen. Die Prinzess darf auch kein Damage machen. Weg damit. Eine Hexe. Wie schön. Spielen wir die dahin. Elixierpumpe auf die andere Seite. Und ich denke mal, mit diesem Elixiervorrat kann man schon was anfangen. Ich schätze mal, dass er wirklich irgendwas noch in der Hand haben wird. Für so einen großen Push, wie wir es versuchen wollen. Versuchen wir es mal. Ob er dagegen irgendwas hat. Scheint aber nicht so.
Füllen wir die Musketiere nun nochmal auf? Ein gutes Spiel. Viel Glück. Wie viele Kronen haben wir jetzt? 106 haben wir geholt. Wo ich die Aufnahme gestartet hatte, da hatte ich 97 geholt. Also 9 Kronen habe ich schon zusätzlich geholt. Weiter geht's. Natürlich zum Anfang erstmal schön auf defensiv spielen. Und zum Schluss dann halt offensiv. Wenn wir so 2 Elixiersammler haben, dann sollten wir schon offensiv spielen. Los, komm, locken wir ihn nochmal raus. War eigentlich nicht so geplant. Das ist echt scheiße jetzt. Aber wie, was haben wir gelernt? Eigentlich sollte der E-Magier den Friedhof auseinandernehmen. Eigentlich. So, kommen wir jetzt mit den 3 Musketieren. Füllen die nochmal auf. Dadurch sind wir jetzt bei 4. Und gutes Spiel. Viel Glück. Dieses Deck basiert mehr auf dem Three Crown Win. Das finde ich auch schön so, dass es halt auch so klappt, wie man sich's vorstellt. Die Sprache stelle ich mal auf Englisch, weil die Namen von den Truppen einfach auf Englisch schöner sind. Wie zum Beispiel vom Dart Goblin einfach nicht Blasrohr Kobold, sondern halt schön Dart Goblin. So, weiter geht's. Leider kriegen wir den leider nicht mehr vorgeschoben, dass wir den als Tank da haben. Er nimmt uns den Trupp lieber auseinander. Finde ich nicht so schön. Aber was soll ich machen?
Das war jetzt doch nicht so eine gute Idee. Ich würde sagen, wir wagen es uns einfach mal. Sieht doch nicht mal so schlecht aus. Was will man mehr? Ihn haben wir schön in einer schönen Def drin gehabt. So dass er nur noch deffen musste. Und nicht mehr zum Angriff kam. Und weiter geht's. Machen wir einen gleichen Split. Sieht doch nicht so schlecht aus. Soll er mir die da wegholen? Auf der anderen Seite sind wieder zwei. Ich würde mal meinen, das war sogar jetzt nicht mal so ein schlechter Anfang. Ist ein Level 10er, fast auf meinem Niveau. Es war Arena 9, aber egal. Ich bin eigentlich ein Arena 10 Spieler. Aber leider habe ich es immer noch nicht auf die 4000 Trophäen geschafft. Ich würde sagen, wir gehen erneut auf den Three Crown Win. Lassen den einen Turm hier unbeobachtet. In Hoffnung, dass er nicht da auf der Seite so zu schnell ranstürmt. Das war jetzt ein bisschen schlecht. Weil die eine Musketierin sich genau vorm Golem geschoben hat. So. Das sollte der Win sein. Und das war er auch. Leider hat er das Spiel verlassen, daher brauche ich gar nichts erst wünschen. Ich würde sagen, wir beschleunigen mal die hier. Drei Musketierinnen kann ich immer gut gebrauchen. So, was könnten wir auf Level 9 machen? Gar nichts. Schade. So. Weiter geht's. Gegen einen Golem sind eigentlich drei Musketierinnen immer gut.
So, das sieht doch gut aus. Und das ist er. Oh, sorry, jetzt habe ich gelacht. Good luck. Da wir jetzt wieder die drei Musketierinnen und dahinter die Musketieren haben, würde ich sagen, wir splitten. Das war nicht so eine gute Idee mit dem Splitten. Das ist auf jeden Fall ein guter Level 9er. Er hat einen guten Vorteil. Er hat einen, der hat hier den Magier auf Level 8 und den Riesen auf Level 8. Das ist schon nicht schlecht. Aber jetzt muss ich aufpassen, dass er hier nicht zu stark pusht. Ansonsten haben wir Probleme. Das ist natürlich richtig nice, richtig, richtig, richtig nice. Wie viele Musketierinnen dort einfach mal auf den Turm donnern. Das ist nice. Er hätte uns zwar fast gehabt, aber ein richtig nicer Kampf. Den werde ich natürlich gleich mal teilen. Zweimal. Drei. Musketierinnen. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Musketier. Nee, ich habe es falsch geschrieben. So, jetzt ist es richtig. So. Geteilt ist er. Das kommt davon, wenn man keinen Feuerball bei sich hat. Aus diesem Grund, für irgendwelche großen Pusts oder sowas, habe ich eigentlich immer den Feuerball da. Da ich die dann noch notfalls wegholen kann. Aber bei den drei Musketierinnen ist es eigentlich relativ selten notwendig, weil die sowieso vieles wegholen. Und da kommt der erste mit dem Henker. Den Henker mag ich schon so nicht.
Und dann will er mich noch so verarschen, oder was? Jetzt muss ich überlegt dran gehen. Ich glaube, ich mach's so wie die, wie bei dem einen Spiel davor. Ich werde wahrscheinlich doch auf Def gehen und dann auf den Angriff. Oder ich schick noch. Ja, ich versuche noch einen Angriff über die andere Seite diesmal. Er hat nämlich gerade seine Rakete verballert. Das heißt, er hat keine Rakete auf jeden Fall ready. Das heißt, wenn er noch was hat, dann dürfte es eigentlich nur ein Feuerball, Pfeile oder ein Sepp sein. Aber ich schick ihm die Musketiere dann über die andere Seite. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht jetzt für uns. Aber wir haben gut Damage gemacht. Das ist jetzt echter Shit. Er kriegt uns jetzt wahrscheinlich. Natürlich geht er nur noch auf den Dev. Und er will jetzt einen Sieg nur noch. Und! Yes! Noch ein Sieg. Wir lachen. Und lachen nochmal. Weil er so eine kleine Sau ist, die halt wirklich nur durch Raketenspam noch holen wollte. Wollte deffen, aber hat es nicht mehr hinbekommen. Wir haben den Sieg. Das war echt knapp eben. Aber egal. 122 Trophäen. Also 122 Kronen. Mal öffnen. Henker ist nicht drin, schade. Wir öffnen die mal. Oder nee, wir öffnen die. Wir machen mit dieser Starthand, machen wir das gleiche wie vorhin auch. Wir splitten erstmal die Musketierinnen. Und senden auf jeder Seite zwei aus. Da ist es schade, dass wir den Henker nicht hatten. Das finde ich richtig schade, oder den Sepp nicht parat hatten. Das war jetzt ein bisschen doof, dass wir den Sepp jetzt verbraucht haben. Und weg damit.
Okay, dann machen wir es jetzt so, dass wir eventuell auf die schönen 3 Kronen gehen. Mit dem alten Push. Aber ich bin immer noch begeistert davon, dass so eine teuren Decks immer noch klappen.